Ja, Diakoneo eröffnet zum 1.7.2020 in Neunkirchen am Sand im Nürnberger Land zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften. Das Spektakuläre oder das Interessante an Wohngemeinschaften ist, dass Menschen dort sehr autonom leben können, so wie sie es sich eigentlich wünschen und so wie sie es auch zu Hause gemacht haben. Der einzige Unterschied, sie leben dort in der einen Wohngemeinschaft mit 8 Menschen zusammen, in der anderen Wohngemeinschaft mit 12. Sie können ihr Leben völlig frei gestalten. Es ist unabhängig von einer Trägerschaft. Es gibt ein selbstbestimmtes Gremium, das organisiert, wie die Wohngemeinschaft miteinander leben, Vergnügen haben will, essen, kochen will, Angehörige mit einbeziehen will. Das ist auch so der Standfuß einer ambulant betreuten Wohngruppe, dass sich ein Gremium aus den Menschen zusammensetzt, die ein Interesse haben, gemeinsam ihr Leben zu gestalten. Das heißt in der Praxis, sie kochen gemeinsam, sie spielen, sie gehen spazieren. Wenn sie Pflege oder Betreuung benötigen, weil ihr Gesundheitszustand, ihr Alter das erforderlich macht, dann kaufen sie sich das ein über die ambulante Pflege. Sprich, es kommt ein ambulanter Pflegedienst, finanziert zum großen Teil über die Pflegekasse. Der erbringt Pflegeleistungen so, wie das eben auch im häuslichen Umfeld stattfindet. Und da sind wir auch beim größten Unterschied zur vollstationären Pflege. Wir haben in einer ambulanten Wohngruppe die Möglichkeit, ebenso 24-Stunden-Betreuung zu gewährleisten wie in der vollstationären Pflege, aber eben sehr autonom, sehr selbstbestimmt vom Gremium, das diese Wohngemeinschaft gründet. Und die Entscheidungen werden prinzipiell gemeinsam getroffen. Die beiden Gruppen, ich freue mich da sehr drauf, weil ich stelle es mir persönlich auch so vor, wenn ich meine Eltern in so einer Wohngruppe unterbringen könnte. Ich kann kommen, wann ich will. Ich kann die Küche benutzen. Ich kann gemeinsam mit meinen Eltern kochen. Ich kann mit ihnen spazieren gehen. Sie haben trotzdem, wenn sie nicht in den Gemeinschaftsräumen sich aufhalten möchten, ihren eigenen Rückzugsort in Form des Zimmers, die ebenfalls sehr schön eingerichtet sind. Jedes Zimmer hat in Neunkirchen einen Wintergarten, wo wirklich viel Rückzugsmöglichkeit außerhalb der Gemeinschaftsräume auch möglich ist. Auch sehr schön ist ein sehr großer Balkon vor beiden Wohngemeinschaften, der ebenfalls auch mal bei schlechtem Wetter die Möglichkeit bietet, trotzdem frische Luft zu tanken. Also ich wirklich persönlich freue mich ganz, ganz riesig auf die Eröffnung, auf die Menschen, die dort einziehen und auf dieses selbstbestimmte Leben und die Förderung von Fähigkeiten und Selbstständigkeiten, die Menschen immer noch haben, die aber in der vollstationären Pflege einfach weniger berücksichtigt werden können, weil wir dort einfach in einer institutionellen Gebäude und Organisation sind. Also ich kann nur dazu einladen, sich diese Wohngruppen anzusehen, sich das Leben dort auch anzusehen und freue mich auf ganz viele Bewohner, die Interesse haben, sich das anschauen und dann auch bei uns einziehen. Vielen Dank.